Rom hätte ohne seine bemerkenswerten Legionen niemals ein so mächtiges Reich aufbauen können. Diese Berufssoldaten eroberten Gebiete in Europa, Afrika und Asien, immer im Namen des römischen Ruhmes. Heute lernen wir die wichtigsten Waffen und Werkzeuge kennen, die es den römischen Legionären ermöglichten, zu den effizientesten Kriegern der antiken Welt zu gehören. Das Pilum war eine der Hauptwaffen der römischen Legionäre. Es war ein schwerer, etwa 2,5 Meter langer Speer, der wie ein Pfeil auf die feindlichen Truppen geworfen wurde. Wenn das Pilum von einer ganzen Einheit gleichzeitig geworfen wurde, erzeugte es einen verheerenden Raketenhagel, der die Moral des Feindes zerstörte. Das Ziel war es, den Gegner auszuschalten oder schwer zu verwunden. Wenn die gegnerischen Krieger ihre Schilde zum Schutz benutzten, verfing sich die lange, scharfe Spitze des Pilum oft im Schild, so dass er zu schwer wurde, um ihn richtig zu handhaben. Je nach Situation wurde das Pilum auch im Nahkampf eingesetzt. Es konnte als äußerst effektiver, kurzer Speer eingesetzt werden, der Lederrüstungen oder Kettenhemden durchschlug. Das römische Kurzschwert, bekannt als Gladius, war wahrscheinlich die Waffe, die am meisten zur unaufhaltsamen Expansion des Römischen Reiches beitrug. Die frühen römischen Schwerter ähnelten denen der Griechen und waren als Xiphos bekannt. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus übernahmen die Römer ein Schwert, das auf den Waffen der Celtiberer in Hispanien am Ende des Punischen Krieges basierte. Es wurde im Lateinischen als Gladius Hispaniensis bezeichnet. In der Regel wurde der Gladius als Sekundärwaffe eingesetzt, nachdem die Legionäre die als Pilum bezeichneten schweren Pfeile geworfen hatten. Nach der römischen Taktik sollte der Schild dazu dienen, den Körper so weit wie möglich zu bedecken, während der Gladius dazu gedacht war, mit durchdringenden und verheerenden Schlägen anzugreifen. Mit dieser Taktik besiegten die Römer verschiedene feindliche Infanterien, darunter die gefürchteten griechischen Hopliten. Um die Stärke und Expansionsfähigkeit des Römischen Reiches aufrechtzuerhalten, mussten die Kampftaktiken und die Ausrüstung der Soldaten ständig aktualisiert werden. Da der Gladius für die Kavallerie zu kurz war, führten die Römer ein längeres Schwert ein, das als Sparta bekannt wurde. Es kam im Römischen Reich um das 1. Jahrhundert nach Christus auf. Die Sparta wurden in den Legionen von Hilfstruppen, vermutlich Galliern, verwendet und wurde zur Standardwaffe der schweren Infanterie. So kam der Gladius als Waffe der leichten Infanterie zum Einsatz. Die Kavallerie begann, die Sparta aufgrund ihrer Länge zu verwenden. Sie blieb auch während der Völkerwanderungszeit am Ende des Römischen Reiches beliebt. Im Laufe der Zeit wurde die Sparta das Schwert der Ritter im Hochmittelalter. Der Pugio war ein Dolch, der von römischen Soldaten als Seitenwaffe verwendet wurde. Es ist wahrscheinlich, dass der Pugio als Hilfswaffe konzipiert wurde. Sein genauer Verwendungszweck für die Soldaten bleibt jedoch unbekannt. Der römische Pugio war ein zweischneidiger Dolch, dessen Klinge blattförmig war und eine Länge von mehr als 20 cm hatte. Die Römer begannen den Pugio nach den Celtiberischen Kriegen zu verwenden, die im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus auf der Iberischen Halbinsel stattfanden. Aufgrund der detaillierten Verzierungen auf den Scheiden und Griffen gehen manche davon aus, dass die Pugio nur einen symbolischen Zweck erfüllten. Mit anderen Worten, sie waren ein Element des Prestiges und des Status des Soldaten. Der Pugio war Teil mehrerer Verschwörungen in der Geschichte des Reiches. Deshalb gilt er als die Lieblingswaffe der Verräter. Im Laufe der Jahrhunderte passte sich die römische Armee an neue Feinde und Kampfmethoden an. Das schwere Pilum wurde durch einen langen Speer ersetzt. Und als Wurfwaffe setzten die römischen Soldaten den neuen Plumbater ein. Um 300 nach Christus wurde der Plumbater in großem Umfang von den spätrömischen und dann von den oströmischen Armeen übernommen. Der Plumbater wurde von den Legionären in Anspielung auf den römischen Kriegsgott liebevoll als kleiner Widerhaken des Mars betitelt. Der Plumbater bestand aus einer Eisenspitze, einem Bleigewicht und einem gefiederten Holzschaft. Nachdem er nach oben geworfen wurde, ließ das Bleigewicht den Pfeil in einem Winkel von fast 90 Grad auf den Gegner fallen. Er war sehr effektiv, um ungeschützte Körperteile zu verletzen.
insbesondere gegen leicht geschützte Gegner und Pferde. Der Skorpion war eine sich drehende Belagerungsmaschine, die von der römischen Armee als Feldartillerie eingesetzt wurde. Der Skorpion war eine äußerst präzise und effektive Maschine. Feinde wurden durch seine Anwesenheit auf dem Schlachtfeld oft in Angst und Schrecken versetzt. Die vom Skorpion abgefeuerten Geschosse flogen bis zu 500 Meter weit. Einige kleinere Geschosse mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern wurden eingesetzt, um feindliche Verbände in geringerer Entfernung zu zerstören. In der Regel verfügte eine Legion über 60 Skorpione. Die Skorpione wurden in der Regel auf einem Hügel unter dem Schutz einer Legion aufgestellt. Die Masse und Geschwindigkeit der Geschosse ermöglichte es ihnen, die Schilde zu durchdringen und den Feind zu neutralisieren. Die Komplexität der Konstruktion, insbesondere die Torsionsfedern, machten den Skorpion sehr empfindlich gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was seinen Einsatz einschränkte. Der Onager war ein römisches Katapult. Es wurde hauptsächlich als Belagerungswaffe eingesetzt, um die Mauern und Befestigungen von Städten zu zerstören. Die Grundkonstruktion bestand aus einem großen Holzrahmen, der auf dem Boden montiert war. Das Projektil wurde von einem hölzernen Arm abgefeuert, der durch die Kraft von Seilen aus Sehnen oder Rosshaar angetrieben wurde. Der Onager war eine große Waffe, die bis zu 4 Tonnen wog. Daher musste sie am Ort der Schlacht montiert werden. Sie konnte massive Verwüstungen anrichten, indem sie feindliche Befestigungen zerstörte und Städte in Brand setzte. Er konnte auch dazu verwendet werden, feindliche Truppen mit kleineren Steinen zu beschießen. Die Römer setzten den Onager im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus ein, vor allem gegen die griechische Stadt Syrakus und während der römischen Belagerung von Karthago 146 vor Christus. Die Loriga segmentata war eine Rüstung, die vor allem im späten 1. Jahrhundert vor Christus vom Römischen Reich verwendet wurde und Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus ausgedient hatte. Die Rüstung bestand aus Eisenplatten, die mit überlappenden Lederstreifen zusammengefügt waren. Diese Lederstreifen sorgten für die Festigkeit und Flexibilität der Loriga segmentata, sodass sich der römische Soldat frei bewegen konnte. Er konnte sein Schild und sein Schwert benutzen, ohne dass die Rüstung ihn zu sehr behinderte. Die Loriga segmentata war auch viel leichter als die Loriga hamata. Sie hatte einen älteren Netzmantel, der jedoch während des gesamten Römischen Reiches und darüber hinaus beibehalten wurde. Wir kennen nicht den genauen Grund, aber trotz ihrer guten Eigenschaften wurde die Loriga segmentata von den Römern aufgegeben, wahrscheinlich wegen der hohen Herstellungskosten und der schwierigen Wartung. Das Scutum gehörte zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen eines römischen Legionärs. Es war zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus weit verbreitet, als die rechteckigen Schilde verschwanden und oval oder rund wurden. Das Scutum war ursprünglich oval, wurde aber zu einem rechteckigen Schild umgebaut. Das Scutum bestand aus 3 Holzschichten, die so zusammengefügt waren, dass die Wölbung des Schildes gewährleistet war. Die Bretter wurden außen mit Leim verbunden und dann zusätzlich mit einer Schicht aus Leinwand und Kalbsleber überzogen. Die Enden des Schildes waren aus Metall, um ihn vor Schlägen zu schützen. Die spektakulärste Kampfformation, die mit dem Scutum in Verbindung gebracht wurde, war der Testudo, der bei Defensiv- und Offensivoperationen eingesetzt wurde, um die Soldaten vor Pfeilen und Wurfgeschossen zu schützen. Um neue Länder für das Imperium zu erobern, zogen römische Legionäre von einem Gebiet zum anderen. Am Ende eines Tagesmarsches war es notwendig, ein sicheres Lager zu errichten. Zu diesem Zweck besaß jeder Soldat ein Überlebenspaket. Im Gepäck befanden sich Ersatzkleidung, Essensrationen, ein Topf, eine kurze Schaufel, eine Handmühle zum Mahlen von Getreide und 2 Holzpflöcke, mit denen ein Schutzzaun errichtet werden konnte. Um die Legion so flexibel wie möglich zu machen, mussten die Soldaten Taschen mit Kochutensilien und persönlichen Hygieneartikeln sowie Schnur und Verbandszeug mitführen. Man schätzt, dass ein römischer Legionär etwa 50 Kilo tragen konnte, aufgeteilt in persönliches Gepäck, Waffen und Rüstung. Mit diesem zusätzlichen Gewicht konnte er 30 Kilometer pro Tag marschieren.